Ja, eine Runde Palworld. Ich habe es tatsächlich die Tage mal so gesehen und dachte, hä, was ist das für ein Spiel? Das kenne ich gar nicht. Und jetzt habe ich mal so reingeschaut. Das sieht tatsächlich irgendwie ein bisschen aus wie Pokémon, aber mit Waffen. Es hat irgendwie auch ein bisschen was von Fortnite. Man kann aber auch Sachen craften, man kann Sachen bauen, also auch so ein bisschen Richtung Minecraft, Survivalen. Aber wohl anscheinend, also auch so ein bisschen Ark-mäßig. Und das hat sogar Dungeons und so ein Kram. Also, ja, irgendwie eine ganz weirde Kombo. Sieht aber ziemlich nice aus. Ist jetzt gerade gestern rausgekommen in der Early Access. Also in der, ja, Testversion nenne ich es mal. Also es ist noch nicht wirklich final fertig. Es hat deswegen auch dementsprechend Fehler und Abstürze und so weiter. Deswegen müssen wir mal gucken, wie es denn so läuft. Es soll aber tatsächlich gar nicht mal so bad laufen. Hinweise. Es gibt auch mehr Spieler, es gibt halt offizielle Server, wo man drauf gehen kann. Es gibt halt Community-Server, die sind, glaube ich, gerade noch. Doch, die gibt es teilweise auch schon. Das heißt, man kann das Ganze bis zu 32 Leute auf einem Server spielen, ist also auch so ein bisschen die andere Sache. Und es gibt tatsächlich dann ja auch den Solo, wo man halt eine eigene Welt erstellen kann. Ich weiß gar nicht, ob man später noch Leute einladen kann, weil ich glaube, man kann da auch bis zu 4 Leute. Bin ich gespannt. Wir gehen einfach mal rein. Wir schaffen mal eine neue Welt. Wir nehmen sie einfach mal. Heroes Island. So, Schwierigkeitsgrad normal. Mehr Spieler können wir anmachen. Dann können wir zur Not. Bei Koop-Spielen mit vielen Teilnehmern kann die Performance des Hosts sinken. Ich kann meinen Spielernamen ändern. Wir nennen uns einfach mal Hero. Nach Spielbeginn kannst du deinen Charakter nicht mehr bearbeiten. Eine Bearbeitungsfunktion ist für ein zukünftiges Update geplant. Okay, gibt es grundsätzlich nur ach, da unten sind die männlichen Charaktere. Ah, okay, man kann trotzdem auch einen Frauenkörper nehmen. Und man kann auch die Torso-Größe einstellen. Mittelmaß. Natürlich, ich habe so eine Muckis. Sieht man auch immer. Ja, so Laucharme gehabt früher. Jetzt siehst du das. Ja, ich glaube, wir müssen das ein bisschen. Das hat, denke ich mal, keinerlei Auswirkungen auf das Spiel selber. Ach, wir können selbst das Gesicht einstellen. Jetzt sieht er richtig grimmig aus. Es sieht doch lustig aus. Okay, die Frisur ändert er irgendwie nicht. Aber wir lassen mal den. Man könnte auch so eine weibliche Stimme machen oder so, aber da kann man auch Voreinstellungsdings. Das hätten wir auch machen können, schlauerweise. Die können wir jetzt aber irgendwie anscheinend nicht verändern, warum auch immer. Wir könnten höchstens die Haarfarbe verändern. Okay, das kann er nicht speichern. Kann gar nichts mehr klicken. Ich glaube, jetzt hat sich das ganze Spiel verabschiedet, weil ich zu oft die Stimme abgespielt habe. Nein! Ah, er speichert oben gerade. Vielleicht speichert er gerade zu lange? Okay, das Spiel hat sich, glaube ich, komplett verabschiedet. Das schon im Editor. Super. Das Geld war es auf jeden Fall wert. So, meine Haare sehen auch schon wieder super. Super heute. Oh ne, ich muss die Charakterstellung nochmal machen. So, wir nennen uns einfach mal Hero. Wir nehmen jetzt einfach mal hier eine Voreinstellung. Ich würde sagen, wir nehmen einfach den Typen hier, weil ich habe keinen Bock, dass wir nochmal hier gleich festhängen. Wie gesagt, man kann ein bisschen was umstellen. Aktuell geht es noch nicht in-game. Man kann es aber später. Man kann natürlich wahrscheinlich Klamotten und so weiter ändern. Aber mehr auch nicht. Das sind die drei Starter-Pokémon? Kann man zwischen denen auswählen? Das ist eine Nintendo Switch. Okay, okay, cool. Jetzt muss ich mich an die Steuerung gewöhnen. Was ist denn so weit? Warte mal, jetzt bin ich irgendwie.
muss ich aufpassen. Jetzt war das irgendwie im Fenstermodus geöffnet. Jetzt habe ich es mal in Vollbild gemacht. Ich hoffe, dass das noch vom Stream passt. Ja, okay. Muss ich noch passen. Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, muss ich gestehen. Sieht aber schon mal echt nice aus. Was ist das so mit Lautstärke vom Laufen, Schlagen? Viel mehr kann ich ja nicht machen. Ich kann mit B bauen. Wir können eine primitive Werkbank bauen. Dafür brauche ich Holz, okay. Und Arbeitermengen. Das ist ein Schatz. Ein Schatz, wir haben unseren ersten Schatz gefunden. Ach, wie cool. Eine magische Schatzkiste. So, verbaut Stahlschlüssel. Es wird Stahlschlüssel benötigt. Nein, wir können die Kiste nicht öffnen. Unser erster Schatz ist einfach useless. Okay, wir müssen Holz fällen. Also ich muss sagen, die Grafik gefällt mir schon mal auf jeden Fall. Das sieht gar nicht mal so bad aus. Okay, ich habe natürlich auch alles wahrscheinlich auf höchste Einstellung gerade und so weiter, aber ja. Da oben, mein Gott, da oben auf dem Berg ist noch was. Und den Riesenbaum. Das hier, Jesse? Yggdrasil? Ich weiß es gar nicht. Ja, ich habe 2 Holz. Und wir haben XP bekommen. Schnellreise freischalten. Ja, das können wir auch machen. Das klang sehr ähnlich wie bei Zelda. Hallo. Oh mein Gott. Die hat eine Waffe. Ein Schiffbrüchiger. Jemand, der nicht nach Pals riecht, ist mir... Keine Ahnung, da fehlt irgendein Leerzeichen oder so. Länger nicht mehr runtergekommen. Diese Insel ist die reinste Hölle. Von denen, die mit mir herkamen, ist keiner mehr am Leben. Einer nach dem anderen wurden sie von wilden Pals abgemurkst. Brr, pass uns auf dich auf. Ein paar Ressourcen kann ich dir zwar abgeben, aber um hier überleben zu können, musst du dich selbst ranhalten. Jetzt kriegen wir auch Holz. Da ist ein wildes Pal. Da ist auch eins. Cool. Das sieht irgendwie voll aus wie eine Entwicklung von Endivir. Das könnte auch irgendeine andere Form von Lorblatt sein oder von Meganje. Also jetzt ohne Witz. Kann ich das schlagen? War nicht die beste Idee, glaube ich. Wo kommt das? Alter! Wo kommt dieses Riesenvieh auf einmal her? Das war überhaupt nicht geplant. Jetzt kann ich überall ein. Wo war ich denn gerade? Verlassene Insel. Ich will wieder dahin, wo meine Sachen sind. Wo bin ich denn gestartet? Wo ist mein Todesort? Hilfe! Hallo? Land der Schiffbrüchigen. Hier. Ja. Okay. Cool. Wir haben keine 5 Minuten gespielt und sind das erste Mal gestorben. Sehr geiles Spiel. Ist das überhaupt richtig? Strand der Schiffbrüchigen. Ja. Wo sind denn meine Sachen? Da bin ich gestorben. Wie komme ich da jetzt wieder hin? Da sind so komische Rochen. Kämpfen jetzt Gegner? Nein, die fliegen einfach weg. Das ist so lustig. Ich kann hier mich wiederbeleben. Aber normalerweise habe ich diesen Ort noch gar nicht freigeschaltet. Was ein bisschen, glaube ich, buggy ist. Ich glaube, das ist nicht geplant, dass man sich dort wiederbeleben kann, auch wenn man den noch gar nicht freigeschaltet hat. Das macht nämlich eigentlich auch gar keinen Sinn. Aber jetzt mal ehrlich, wo kam auf einmal dieser riesen Mammut her? Ich bin Level 2. Cool. Ja. Öffne mit Escape das Optionsmenü und schau dir das Survival Guide an. Okay, es gibt ja sogar eine Steuerung. Hier steht, wie man bauen kann, wie man Technologien benutzen kann. Man kann auch irgendwelche Sachen fertigen. Antike Technologien. Da braucht man irgendwelche Ancient. Hochstufen. Kann Lager bauen. Pal-Boxen. Das ist so wie Pokémon-Boxen. Manche sehen halt echt aus wie Pokémon. Das könnten einfach Pokémon-Klone sein. Man hat hier sogar so eine Bälle,
Geistige Gesundheit. Die GII deiner PAL sinkt, wenn sie Arbeit verrichten. Eine niedrige GAI kann dazu führen, dass deine PALs nicht mehr ihrer Arbeit nachgehen oder krank werden. Oh mein Gott, wir beuten die komplett aus, bis zum Durchdrehen. Boah, Turmbosse. A la Pagos findest du Türme, von denen aus anführerischen Organisationen über die jeweiligen Regionen herrschen. Ah, okay. Nacht. Nachtaktive PALs. Verbrechen. Angriffe gegen unschuldige NPCs bleiben auf Pagos nicht ohne Folgen. Auch das Betreten bestimmter verbotener Inseln gilt als Verbrechen. Wird jemand Zeuge deiner Tat, stellt die Galapagos-Miliz einen Haftbefehl gegen dich auf. What? Man kann ja einfach verhaftet werden und man wird dann abgeschossen. Und es gibt ja wirklich so Guard-Sachen. Du warst ja in der Cutscene an dem Strand und nachdem warst du in so einer Ruine. Das Gefühl, dass du direkt nach der Cutscene schon irgendwie eine Sequenz, einen Sequenzbreak gemacht hast. Ja, ich habe keine Ahnung. Hier liegen meine Sachen. Sind das meine Sachen? Ja. Nee, das ist nicht meine Sachen gewesen. Wo sind denn meine Sachen? Habe ich die automatisch wieder aufgesammelt? Du hast ungenutzte Statuspunkte. Ich habe keine Ahnung. Respawn. Da oben ist ja noch mehr. Das ist mein Inventar. Das ist aber nicht mein Holz. Wo ist denn mein Inventar? Ich bin doch hier gestorben. Es ist weg. Diebe. Da. Ach, stimmt. Ich wurde weggeschubst, ne? Oh, das hat auch ein Gewicht. Wie kann ich das alles auf einmal nehmen? X. Ah, cool. Was ich so ein bisschen doof finde, die Kamera. Es ist so, ich muss richtig weit mit der Maus immer rausgehen. Um das zu wechseln. Technologien. Ah, Werkbank. Steinaxt, Steine Spitzhacke, Fackel. Oh, ich kann eine Palbox. Da brauche ich Palladium-Bruchstücke. Oh, es gibt ein Paldex. Es ist wirklich Pokémon. Es ist einfach wirklich Pokémon. Und das sind wirklich die Starter, die es hier gibt, sozusagen. Lambal, Kativa und Chikipi. Das könnten halt wirklich Pokémon sein. Also ohne Witz. Das hier zumindest. Das hier vielleicht sogar auch noch. Das hier ist einfach ein Huhn. Es ist einfach ein Huhn. Von die Songs mitmachen. Das ist so lustig an. Ja, okay, es gibt auch Gilden sogar. Ich bin mir halt nicht sicher, aber man hat so eine eigene Welt. Deswegen wundert mich das ein bisschen. Da können maximal 32 Leute in so einem Server. Deswegen finde ich Gilden so ein bisschen komisch, weiß ich nicht. Aber keine Ahnung, vielleicht hat es ja irgendeine Auswirkung. Da kann ich Werte erhöhen. Ich könnte meine LP, meine Ausdauer, mein Angriff, Verteidigung, Arbeitstempo und Gewicht. Was machen wir? Angriff? Kann ich das später wieder ändern? Nein, kann ich nicht. Aber Angriff. Alles auf Angriff, oder? Wir arbeiten, haben wir dann die PALs. Ein Lammball. Oh, hier kommt auch eins hoch. Ich sehe ihn so knuffig aus. So, ich muss ja mal so eine Werkbank bauen. Die können wir auch so drehen. Die können wir jetzt einfach hier hinstellen. Ne? Ach, die muss ich sogar noch bauen. Ich kann sie stornieren. Das ist wie so eine Bestellung. Ja, jetzt können wir hier irgendwas. Ah, okay. Produktion beginnen. Eine Holzkeule. Ach, ich muss selber arbeiten. Ich dachte, das macht das Teil jetzt automatisch. Ich dachte, dafür ist eine Werkbank da. Ah, öffne im Menü Technologiebereich. Schalte PAL-Sphäre frei. Was ist, wenn ich jetzt auch so etwas Falsches freischalte? Dann habe ich das gar nicht. So. Stelle die Sphäre her. Dafür brauche ich aber... Wo komme ich da hinten? So, das sieht mir nach so einem... Kristall aus. Ja. Ja, Palladium. So. Das
brauchte ich dafür noch? Ich nehme einfach mal Steine mit. Boah, das Spiel ist aber schon echt lustig bisher. Hier war ich ja. So, da habe ich meine Keule. Jetzt können wir das Rezept ändern. Ich brauche 3 Steine. Nein, da ist ein Stein. Ja. Ah. Produktion beginnt. Cool. Ich habe eine... Was? Ach so, ich musste die erst wieder abholen. So, ich muss ein Pal angreifen, um es zu schwächen. Dann kann ich da was werfen. Komm her. Oh, das Arme. Das Arme. Tut mir leid. Das Spiel sagt, dass ich das tun muss. Und jetzt fangen wahrscheinlich gleich 100%. Ja, ich habe mein erstes Pal. Cool, und jetzt kann ich das mit E rufen. Komm raus aus deinem Pokéball. Also, es hat ein flauschiges Schild. Ich kann... Oh, süß. Hat Angst vor mir, glaube ich. Oder? Nee, es rennt mir hinterher, wenn ich da lang laufe. Hab, glaube ich, das Gefühl, es hat wirklich Angst vor mir. Tut mir leid. Kann ich dir einen Namen geben? Wir nennen es Flauschi. Es ist so flauschig. Ich nenne es einfach Flauschi. Läuft das den Abgrund runter? Nein. Okay. Das läuft einfach immer weiter. Ja, keine Ahnung, mit der Drehung, das finde ich noch, da muss ich mal umstellen. Okay, jetzt ist es ziemlich schnell. Da ist dieses komische Mammutviech. Holy, holy. Kann hier irgendwas? Ich kann hier meine Waffe kaputt machen, kann das sein? Man hat ja sogar Temperatur, man hat Tageszeit, man hat Hunger. Holy, holy. Ein richtig komplexer Spiel bisher schon. Das kann auch hüpfen. Oh, ist cool. Ich hüpfe jetzt hier mit meinem Flauschi durch die Gegend. Wieso Flummis? Das ist cool. Also mit dem Spiel kann man bestimmt so lustige Sachen machen. Schimmel, willst du dir das Spiel nicht doch auch holen und mitspielen? Machen wir so einen Multiplayer-Server. So, wir könnten auch eine Handfackel herstellen. Das wäre, glaube ich, auch nicht schlecht, ne? Weil dann haben wir Licht. Oh, das baut mit. Oder? Oh, es freut sich zumindest drüber. Oh, ich habe ungenutzte Statuspunkte. Ich vergesse immer, wo ich das einsetzen kann. Hier ist Hocken. Im Inventar, ne? Hier Statuspunkte, Wert erhöhen. Wir gehen nochmal auf Angriff. Bei Arbeitstempo gibt es dann auch Ausdauer, wäre Rennen und Klettern, ne? Das ist auch immer ganz nice. Ausdauer mag ich immer in so Spielen. Wir machen eine Palbox. Freischalten. Oh, jetzt gibt es hier Bogen. Mieses Bett. Richtig cool. Reparaturset. Holzbosset. Reparaturwerkstatt. Holzkiste. Also hier ist zum Beispiel mitten drin auch so ein Einzel-Sphärenwerfer, so ein Raketenwerfer. Pistolen. Alter. 50 Level gibt es. Kälteresistente Palladium-Minium-Rüstung. Zielsuch-Spielwerfer. Okay, einfach so eine Zielsuchraketenwerfer. Why not? Und wir haben 12 Technologiepunkte. Ach, wir können hier einiges freischalten noch, tatsächlich. Um darauf schlafen zu können, muss es an einem überdachten Ort aufgestellt werden. Warum? Ach, Bogen können wir freischalten, aber den können wir noch nicht herstellen. Und Pfeile, das wäre aber schon mal, glaube ich, ganz nice. Und ich glaube, einfache Gerichte kochen. So, eine Truhe wäre, glaube ich, auch ganz nice. Wir könnten natürlich auch warten und dann für bessere Sachen ausgeben, aber ich glaube, wir kriegen einfach genug Punkte. Nötigt Handwerk. Such dir eine flache Stelle und baue eine Palbox. Das umliegende Gebiet wird zu deinem Lager. Ah, hier kann ich das machen.
Ich brauche Palladium, Bruchstück, Holz und Stein. Da hinten liegen Steine und da ist auch, das sind Bäume. Das könnte Holz geben. Da liegt aber auch noch Holz. Steinchen. Hier rote Beeren. Nehmen wir auch noch mal mit. Beerensamen. Ich muss die Maus-Dings mal, also. Kann ich das umstellen? Spieleinstellung. Ja, das ist doch viel besser. Das ist richtig schlimm gewesen. Ah ja, ja, okay, das ist besser. Ich kann was Neues bauen. Palbox. Ich brauche noch so ein Bruchstück. Wo finden wir hier noch eins? Hier lag ja eins rum. Da unten waren noch irgendwo so komische Pilze, die habe ich gesehen. Ich weiß nicht, was die bringen. Da, das sind so. Ach, da ist so ein. Ich frisch die einfach. Das hat aber schon so ein. Nein. Das sind so Erze. Ich weiß noch nicht, ob ich. Ja! Palladiumbruchstück. Kohle. Kiste. Oh, ich habe Hunger. Die kann ich bestimmt wieder nicht öffnen, oder? Nein, die kann ich öffnen. Goldmünzen, Brot und Stahlschlüssel. Das heißt, wir haben jetzt aus einer Kiste einen Stahlschlüssel bekommen, den wir für eine Kiste brauchen. Ah, eine Notiz. Cool, das gibt so Secrets in der Welt, wo man sich so Geschichten und so. Das ist ja auch cool. Oh mein Gott, was ist das für ein Erzbrocken? Holy, holy. Ich glaube, wir sind richtig reich, wenn wir den abbauen. Glaube ich, hoffe ich. Okay, wir hätten uns entscheiden können, glaube ich, ne? Weil da hinten sind die einen, hier sind die anderen. Aber wenn wir uns nochmal so einen Palball herstellen, dann können wir uns vielleicht auch noch das andere fangen. Das Feuer. Ah, hier können wir auch Stein abbauen und so. Schimmel, kauf dir das Spiel. Man kann sogar klettern. Ja, ich habe da irgendwas gehört. Ich weiß nicht, was das war. Oh, von dem Palladium noch mehr. Wir hätten, glaube ich, noch was abbauen müssen. So, aber wir brauchen erstmal eine Palbox. Die kann ich irgendwie nicht platzieren. Wo zur Hölle platziert man die? Hier unten platzieren? Aber um das Spiel zu kaufen, muss ich das Geld ausgeben. Ja, das ist das Prinzip beim Kaufen. Das baut das, schärft das. Dip, 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 dip. Oh, ja, cool, Lamball, hast du richtig cool gemacht. So, jetzt kann ich einfach auf der Palbox noch ein paar Lager einschlagen. Lager. Lager frei und sie suchen sich selbstständig Aufgaben, die sie verrichten. Ich habe halt nur das eine. Ja, Lamball, du musst jetzt halt hier irgendwas machen. Pal, die kein Bett haben, bekommen schlechte Laune. Ja, aber ich wusste nicht mal, dass ihr schlaft. Dieses Pal arbeitet richtig fix. Es läuft also. Dieses Pal arbeitet richtig fix. Es läuft nur leider ziemlich langsam. Ich habe keine Ahnung. So, ich muss was essen. Wie esse ich denn was? Kann ich das so? Hom, nom, 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 nom? Hey. Ich will. Ach so. Nom, 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 nom. Brot. Magebrot. Ja, das Pal hat halt kein Bett. Da kann ich auch nichts für.
Didim, didim, didim.